In den Krieg um den Heiligen Gral stellen sich die mächtigsten Helden der Geschichte, um das wünscheerfüllende Artefakt zu erreichen. Damit dies gelingt, muss der Servant nicht nur ein mächtiger Krieger, sondern ein ebenso loyaler Mitstreiter sein. Doch nur wenige Servants eignen sich so gut wie die Dame, über die wir heute sprechen. Die Rede ist von niemand anderen als der Saber in Rot, die Kaiserin, welche ihrem Volk eine Art Liebe geschenkt hat, die sie nicht verstanden haben und deshalb einen einsamen, grausamen Tod erfahren hat. Die Königin der Rosen, Herrscherin über das römische Imperium und mein Lieblingsservant Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus oder auch kurz Saber Nero. In der nun schon dritten Ausgabe unseres kleinen Überblicks der Fake-Charaktere schauen wir uns nun das Leben der legendären Herren an, sowie ihre Stärken und ihre Auftritte im bisherigen Fate-Universum. Wie schon in den vorherigen Videos erwähnt, weicht die von dem Fate-Schöpfer Naso erdachte Hintergrundgeschichte teilweise von den anderen Überlieferungen deutlich ab. Trotzdem werden wir hier die Ereignisse aus der Fate-Chronologie anschauen. Nero wurde im Jahr 37 nach Christus geboren. Ihre Eltern waren der Konsul Aenobarus, ein Cousin des amtierenden römischen Kaisers Claudius, und Agrippina, die Schwester des Kaisers Caligula. Schon in ihrer Kindheit wurde Nero von ihrer herrschsüchtigen Mutter darauf trainiert, dass sie als nächstes den Kaiserthron besteigen soll, damit sie selbst im Hintergrund die Fäden ziehen kann. Deshalb verließ Agrippina Neros Vater und heiratete ihren Onkel Claudius. Diesen brachten sie dazu, Nero zu adoptieren und verheiratete sie mit Claudius' Tochter Octavia und ebnete ihr so den Weg zum Thron. Inzucht ist schon etwas sehr Schönes. Doch trotz der widrigen Umstände versuchte Nero ihren eigenen Weg zu gehen. Sie verliebte sich in die Künste, Malereien und die Musik. Sie lernte das Rechtssystem kennen und glaubte daran. Doch am meisten lag ihr das Herz von Rom am Herz, und zwar deren Einwohner. Dies änderte sich auch nicht, als sie mit 17 Jahren zur Kaiserin ausgerufen wurde, nachdem Claudius von ihrer Mutter vergiftet wurde. Als erstes schaffte sie unnötige Steuern ab, versuchte sie mit schwierigen Provinzen zu versöhnen und förderte in und außerhalb von Rom eine Politik des Friedens und des Wohlstandes. Dies machte sie beim Volk unglaublich beliebt, beim Senat jedoch weniger. Dieser störte sich an ihren generösen Taten, ebenso wie auch Agrippina. Diese wollte eigentlich sie benutzen, um selbst an die Macht des Kaisers zu kommen, was zum Bruch der beiden führte. Um sich ihrer Mutter zu entledigen und den von ihr aufgestachelten Senat zu beruhigen, versuchte sie Agrippina zu ermorden, was jedoch fehlschlug. Neros Ruf wandelte sich, nachdem sie nach dem gescheiterten Anschlag ihre Mutter offen niedermachte und ihr einen Giftanschlag auf den Kaiser unterschob. Und Neros Ruf als Tyrann war nun geboren. Dabei tat sie dies nur ihrem Volk zur Liebe, da ihre Mutter und der Senat das Volk ausnutzen wollten. Neros bisheriges steiniges Leben wurde noch schlimmer. Sie litt nun an panischen Anfällen und Kopfschmerzen. Ihr Bruder Britannicus wurde ermordet. Ihr Mentor Seneca beging Selbstmord, ebenso wie Neros Frau Octavia. Ein Schicksalsschlag nach dem anderen führte dazu, dass sie schließlich allein war und das an der Spitze des römischen Imperiums. Dadurch widmete sie sich noch mehr ihrer Liebe, dem nahenlosen Massen von den römischen Bürgern. Sie förderte weiter die Kunst, setzte sich für das Volk ein und als ein verheerender Brand Rom zu zerstören schien, sorgte ihr schnelles Handeln dafür, dass viele Leben gerettet wurden. Dies war Neros Form von Liebe. Ihre Liebe muss sich erst verdient werden, doch wenn dies geschehen ist, gibt sie alles dafür. Sie liebt nicht das Einzelne, sondern alle. Sie kann mehrere oder auch ganze Länder, Städte oder andere Sachen lieben. Doch dafür erwartet die Kaiserin ebenso genauso viel Hingabe. Ihre Liebe ist egoistisch und nicht die klassische Form, wie wir sie kennen. Ihr ultimatives Geschenk für ihre geliebten Einwohner war das prunkvolle Theater Domus Aureo. Doch diese Art der Zugehörigung wurde ihr nun zum Verhängnis. Durch den Statthalter Vindex wurde ein Putsch auf den römischen Thron versucht. Dieser scheiterte zwar, doch der Senat war außer sich, da Nero diese Situation mehr durch Zufall als aus anderen überstanden hat. Sie verließ sich darauf, dass das Volk, welchem sie alles, ihre Liebe, ihre Seele, ihre Wünsche und Träume gegeben hat, sich für sie einsetzt. Denn solange das Volk zu ihr steht, kann ihr nichts geschehen, dachte sie zumindest.
Zwei Jahre später wurde ein weiterer Aufstand angezettelt und sie wendete sich an ihr geliebtes Volk und wurde enttäuscht. Die Römer schauten nur dabei zu, wie sie öffentlich gejagt und verbannt wurde. Nero verstand, dass die Liebe, welche sie für alle Bürger empfunden hatte, nicht auf Gegenseitigkeit beruhte. Sie floh, doch wurde weiter verfolgt. Die große Kaiserin und Künstlerin sah nur noch einen Ausweg, den Tod. Sie erstach sich mit großem Bedauern, da nun ein großer Künstler auf diese unehrenhafte Weise entschieden ist. Als großer Tyrannen, Muttermörderin und Gejagte verstarb Nero 68 nach Christus allein, verhasst und ohne Liebe. Neros Leben war von Verrat und Intrigen geprägt. Sie versuchte geliebt zu werden, doch ihre kontrollierende Mutter und die Tatsache, dass sie zur Kaiserin gezwungen wurde, führte dazu, dass sie ihre eigene Form von Zuneigung entwickelte, zu den einfachen, hart arbeitenden, unbekannten Bürgern. Das blinde Vertrauen in diese führte jedoch dazu, dass sie als Tyrannin gebrandmarkt wurde und als Monster in die Geschichte einging. Doch vielleicht ist dies genau der Grund, wieso sie zurückgekommen ist. In ihrer Reinkarnation als Heldengeist kann sie die Fehler der Vergangenheit hinter sich lassen und vielleicht kann sie jemanden finden, welche dieselbe Art von Liebe empfindet wie auch sie. Bevor wir nun auf ihren Auftritt im Fate-Universum eingehen, zwei Punkte. Ich habe bisher von Nero in der weiblichen Person gesprochen. Dies liegt daran, dass sie in ihrer Servant-Form als Frau wiedergeboren wurde. Im Naso-Universum gibt es einige Charaktere, wo das Geschlecht vertauscht ist. Dies hat in diesem Fall mehrere Gründe. Zum einen die Tatsache, dass man zwar bei vielen historischen Personen das Geschlecht annimmt, aber nicht überprüfen kann. So kann es natürlich sein, dass Nero weiblich war und nur die Aufzeichnungen sie als männlich darstellten. Der andere Punkt ist, dass Nero als die Sabern rot, der Sabern blau, also Artoria, nachempfunden ist. Diese wiederum war im anfangs erdachten Fate-Kosmos, Fate-Prototype, männlich dargestellt und wurde erst später als Frau umgeschrieben. Um eine größere Zielgruppe zu erreichen, schöne Frauen gehen halt besser, ihr wisst schon, Eroges und so, hat man sich dazu entschlossen, sie weiblich zu machen. In einem Interview hat Naso gesagt, dass er beide Charaktere ähnlich gezeichnet hat, um die Fans zu verwirren, und das hat er definitiv geschafft. Ist alles irgendwie ziemlich konfus, aber um es auf den Punkt zu bringen, Saber Nero ist in ihrer aktuellen Form weiblich und so behandeln wir sie auch. Sonst müsste ich ja alle meine Fanfictions über mich und Nero wegschmeißen. Und was würde das dann über mich heißen? Nero bleibt eine Frau für mich. Die Sabern Rot hat ihren ersten Auftritt in dem PSP-Rollenspiel Fate Extra, wo sie dem amnesiegeplagten Protagonisten zur Seite steht und mit diesem an dem Gralkrieg in der virtuellen Welt von Seraph ums Überleben kämpft. Danach führte sie den Kampf in Fate Extra CCC fort, um schließlich in Fate Extella und Fate Extella Link gegen die Bedrohung aus dem All zu kämpfen. In animierter Form hatte sie die Hauptrolle in der Adaption Fate Extra Last Encore. Leider ist dies neben Fate Apocryphe, ich werde den Namen mir niemals merken, wie man den ausspricht, der schlechteste Fate-Anime. Dieser stammt aus dem Hause Chef, welche eigentlich großartige Animes wie die Monogatari-Serie oder Pearl of Magia schaffen haben. Aber hier haben sie leider größtenteils total versagt. Die Story spielt nach den Ereignissen aus dem originalen Fate Extra, hat aber auch eine alternative Geschichte und ist ein konfuser Haufen, welcher nicht die großartigen Charaktere würdigt. Und ganz ernsthaft, er macht auch dazu das, was in Fate Extra passiert ist, weniger wert und das ist schade. Zwar rettet Nero die Serie von dem Komplettausfall, aber sie hätte definitiv etwas Besseres verdient. Und da dies wahrscheinlich die einzige Adaption von ihr bleibt, da Fate Extra nur nicht so gut angekommen ist, wird wahrscheinlich auch nicht Extella animiert, ist es doppelt so schade.
Viel besser gefällt mir wiederum der Auftritt in dem schon mal erwähnten und schon mal als seltsam bezeichneten Video, welches ich auf YouTube gefunden habe. Was komplett seltsam ist, keinen Sinn macht, aber es ist awesome. Und der Großteil ist eher aus Tails Opening Script, also muss es ja gut sein. In ihrer Heldengeistform wird sie als Frau dargestellt mit blonden Haaren und einer prunkvollen Kleidung. Das markante Rot steht hier natürlich zum Kontrast zu Artoria. Dazu stechen aber noch mehrere goldene Stücke wie ihre Schuhe hervor, welche ihre kaiserliche Herkunft unterstreichen. Nero ist etwa 1,50 groß und akzeptiert ihre geringe Größe zwar, mag jedoch nicht, dass auf sie deshalb herabgesehen wird. Sabers Persönlichkeit könnte man als eine Mischung von Artoria, Gilgamesh und Iskander beschreiben. Eine ziemlich gefährliche Mischung. Als Servant ist sie loyal ihrem Master gegenüber und stellt sich allen Gefahren, um ihm zu dienen. Doch dafür erwartet sie im Gegenzug dasselbe von diesem. Trotz ihrer absoluten Aufrichtigkeit gibt sie sich oft sehr arrogant. So hat sie eine Abneigung gegen hässliche Sachen und verehrt Schönheit. Wenn nun Servants auftauchen, welche nicht ihrem Idealbild entsprechen, zeigt sie ihre Verachtung deutlich. Doch Saber hat trotz ihres teils überheblichen Charakters ein gutes Herz. So gesteht sie sich selbst ein, dass sie in ihren Lebzeiten versagt hat und bleibt mit einem unbestreitbaren Optimismus daran, dass sie ihre Fehler hinter sich lassen kann und ein glückliches Leben führen kann. Ich habe nun, glaube ich, klargemacht, dass ich ein großer Fan von Saber bin. Doch wieso ich sie wirklich so mag, dafür müsste man eigentlich Fate Extra spielen. Oder natürlich mein Let's Play schauen. Das ist übrigens hier verlinkt. Nero steht dem Protagonisten zur Seite und kämpft erbittert für diesen, trotz seiner offensichtlichen Schwächen. Sie glaubt daran, dass jeder mit genug Eifer und Willen alles schaffen kann und selbst in der dunkelsten Stunde sieht sie einen Silberstreifen am Horizont. Sie schafft es, nicht nur einem jedes Mal aufs Neue einmal ein Lachen auf die Lippen zu zaubern, sondern nimmt dramatische Situationen und verwandelt sie in ein spannendes Abenteuer. Ich versuche in diesen Videos die einzelnen Fate-Geschichten nur anzureißen und nicht zu spoilern, doch hier muss ich ein wenig mehr über einige Momente in Fate Extra reden. Also eine kleine Spoilerwarnung. Im Graalkrieg muss der Protagonist sich Julius Haraway in den Weg stellen. Dieser ist ein ausgebildeter und eiskalter Auftragsmörder. Dazu hat er einen unglaublich mächtigen Servant, und zwar Liu Shuwen, einen Assassin. Diese haben schon ziemlich früh versucht, unseren Helden zu erledigen, und man kam nur mit viel Glück davon. Man war sich bewusst, dass dieser Gegner einem meilenweit voraus ist und man eigentlich keine Chance hat. Doch Saber glaubt daran, dass sie dieses unmögliche Hindernis bezwingen können und offenbart hier dem Master ihren wahren Namen. Dies ist der Wendepunkt des Spieles, da man hier von einem ziellosen Meister zu einer Einheit mit Nero wird. Dies alles wird nur durch Saber Nero ermöglicht. Nur durch ihr Mut, ihre Loyalität und ihre aufmunternden Worte konnten es beides schaffen. Saber ist so charismatisch, dass es einem die Sprache verschlägt. Und wenn das immer noch nicht reicht, um euch zu überzeugen, hört euch einfach mal die Geschichte an, wie sie nackt mit einem Löwen gerungen hat. Wie stark ist aber nun unser geliebtes Saber in Rot? Nun ja, Nero gehört zu der oftmals als mächtigste beschriebene Klasse Saber. Ihre Werte sind jedoch eher durchschnittlich. Ihre physischen Werte sind dabei jedoch eher unterdurchschnittlich, besonders für diese Klasse. Was sie jedoch durch ihre ausgezeichnete Geschwindigkeit wieder teilweise ausgleichen kann. Dazu kommt noch eine für die Klasse überdurchschnittlichen Wert an Magie und eine große Portion Glück. So ist sie spezialisiert auf den Nahkampf. Dabei ist ihr treuer Begleiter die feuerrote Klinge Astos Estos, The Original Flame. Dieses mächtige Langschwert ist aus einem Kometen geschmiedet und hat eine unglaublich hohe Feuermagie in sich. Dieses gepaart mit ihrer blitzschnellen Geschwindigkeit und eine tödliche Kombination aus Sabers Kampfstil ist eine ziemlich starke Waffe. Dazu kommt natürlich noch die Magie. Der wahre Name ihres Noble Phantoms lautet Estus Estus Domus Aurea Golden Theater of the Deranged. Hier erzeugt sie eine Reality Marble, also einen magischen beschworenen Raum, und bringt zu ihr prunkvolles goldenes Theater zurück. Im Glanz des von ihr so geliebten Theaters kann Nero ihre wahre Macht freilassen.
Estus Estus bedeutet Leidenschaft und lässt daraus schließen, für was ihre Geheimwaffe steht. Nero sah sich als Künstlerin, welche die Welt mit Schönheit zu einer besseren machen wollte. Mit Leib und Seele steckt sie all ihre Träume rein, was es zu einem der persönlichsten Noble Phantasms macht. In ihrem goldenen Theater werden alle Gegner geschwächt, während ihre Kraft weiter ansteigt. Hinzu kann sie sich nach Belieben umformen und so allen, die von der Schönheit ihres Kunstwerks geblendet sind, seine wahre Macht zeigen und so Gegnergruppen als auch einzelne Servants damit schlagen. Erwähnenswert sollte noch ihre ultimative Form sein. Wenn sie das Schwert des Maßes erhält, wird sie zu Saber Venus. Ist übrigens eine Anspielung auf die Göttin der Liebe. Ihr wisst schon, weil ich liebe ja Saber Nero. Hier wächst ihre Kraft enorm und ihr Noble Phantasm wird zu einem übermächtigen Anti-World-Angriff, welcher gesamte Planeten auslöschen kann. Doch da dies nur unter ganz bestimmten Bedingungen und nur ganz am Ende von Fate Extella passiert, lassen wir das mal für den normalen Kräftevergleich weg. Doch, um die Sache jetzt mal abzuschließen, Nero bleibt insgesamt durchschnittlich. Im Vergleich zu anderen Savern wie Gawain oder natürlich Atordor fehlt ihr etwas an körperlicher Kraft und auch gegen andere Klassen, wie wir auch in Fate Extra sehen, fällt ein direktes Aufeinandertreffen eher schlecht für sie aus. Trotzdem darf sie aufgrund ihrer enormen Agilität und Magie nicht unterschätzt werden. Nero gibt niemals auf und das ist auch der Grund, wieso ich sie so liebe. Sie ist klein, schwächer als ihre Konkurrenten und verliert in Fate Extra auch noch einen Großteil ihrer Kraft. Doch nichtsdestotrotz, sie kämpft erbittert weiter, gibt niemals auf und ist ein Sinnbild für die Hoffnung. Sie ist der typische Underdog, welcher sich von keiner Lebenslage unterkriegen lässt. Kein Gegner ist ihr zu stark, kein Problem zu unlösbar und keine Herausforderung zu groß. Selbst wenn sie ein Leben lang als ungeliebter Tyrann in die Geschichte eingehen würde, lächelt sie und führt ihren Kampf weiter. Nero ist einer der großartigsten Charaktere im Fate und generell in Videospielen als auch Animes. Und aufgrund all dieser Gründe ist Saber Nero mein Lieblings-Fate-Charakter und Wunsch-Servant, wenn ich jemals in den Heiligen Krieg ziehen dürfte. So, das war mal wieder eine kleine Analyse über einen Fate-Charakter. Ja, ich weiß, wir haben jetzt ein bisschen längere Pause gemacht. Ich wollte diese Videos eigentlich öfters machen, aber Saber Nero hat natürlich ein bisschen länger gedauert, weil es eine schöne, emotionale Angelegenheit für mich war. Wie hat euch das Video gefallen? Welchen Fate-Servant sollen wir uns als nächstes anschauen? Aktuell bin ich da komplett offen. Es sind natürlich einige schon auf der Liste, wie natürlich Iskander und Atoria. Aber was wollt ihr natürlich noch sehen? Schreibt es gerne in die Kommentare und wie euch diese Videoreihe gefällt. Ich war's, euer MC Muffix und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao!